Oh, krass. Das ist so ein bisschen, als wie wenn du im Lotto gewinnst. So sieht es aus. So. Jawohl. Da lang. Okay, alles klar. Er zeigt uns wieder, wo es lang geht. Okay, Schild aber fast voll. Leben auch voll. Das ist doch supi. Okay, da kommen wir so nicht hoch. Gehen wir mal hier rum. So. Nee, Plasmagewehr will ich nicht. Wenn, dann will ich hier schon wieder hier volle Montur. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die letzte Station jetzt. Spinner leuchtet. Okay. Ach, da geht's auch weiter. Ah, hier ist ein Knöpfchen. Guck mal. Da hat sich hier irgendwas geöffnet. Das habe ich gehört. Oder war das oben? Das war bestimmt oben, oder? Das war bestimmt oben. Hä? Oh je. Irgendwas hat sich jetzt gerade geöffnet. Ich will nochmal eben schnell schauen, wo das war. Oder war das hier irgendwo? Ah, hier. Yeah. Sehr schön. 200, 200. 200 Schild, 200 Hilf. Lebensenergie. Wunderbar, läuft. Max Muni wäre noch geil gewesen. Maximale Munition. So wie bei Zom... Oh nein. Oh nein, das ist die finale Arena. Oh Gott, die kenne ich aus Trailern. Oh Gott. Da werden wir jetzt Spaß kriegen. Weil das sind nicht die einzigen Gegner, die hier rumlaufen. Da kommt gleich noch was. Ich glaube, das ist die finale Arena. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meine ja, das ist die. Warte mal, Jungs. Warte doch mal. Bleib doch mal stehen. Ich will mit dir reden. Ich will dir meine Faust mal zeigen. Die Faust in dein Gesicht. Uah. Da gab es doch mal so ein Lied, ne? So, einmal. Hö, wie viele schon wieder da sind. Ist ja unfassbar. Aua, lass das. Ah, die Waffe ist echt geil. Ohne Scheiß, ist mega. Nur die hat immer... Die verbraucht natürlich Unmengen an Schuss, ne? Wenn man die einmal so abfeuert. Yeah. Aua, hör auf. Aua. Ach, er ist schon wieder. Na, lass das. Mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Hör auf, habe ich gesagt. Na, geht doch da hoch. Yeah, vierfach Schaden. Ja, wer will nochmal, wer hat noch nicht. Ciao, mein Freund. So, vielleicht soll ich mal ein bisschen wieder kontrollierter arbeiten hier in der Arena. Oh ja, das können wir eigentlich auch mal wieder tun, oder? Hätte ich mal ein bisschen Lust drauf. Wo ist er denn? Guck mal hier. Yeah! Metzelfest! Time to party! Bam! Ciao, Jungs. So. So, erstmal wieder den Schwanz abreißen und wieder ins Gesicht schlagen. Ja, ja, ciao. So. Ich will nicht wieder sterben. Warte mal. Ach, guck mal, wieder 300 Schuss. Sehr schön. Aber es kann... Ah, da. Na, wo ist er denn? Geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. Kieferbruch. Noch so ein Spruch, Kieferbruch. Lalala, immer schön in Bewegung bleiben. Die kleinen Viecher, die sind die schlimmsten, finde ich. So.
Hey, da lag das Orakel ja mit 2-0 gar nicht mal so schlecht bei der EM, oder? Jetzt mit Frankreich das Eröffnungsspiel. So. Wo ist er denn? Okay, Gisela und Revenant sind schon mal weg. So. Da schießt Gisela nochmal. So. Kabel ab und sie platzt. Bam. So. Gisela, yeah, yeah, Gisela, yeah, yeah, Gisela, yeah, yeah, Gisela, es gibt Mittag. Dein schwuler Bruder ist schon wieder, deine komischen Neffen sind schon wieder da. Wie gesagt, ich hab nichts gegen Schwule, ne? Nicht, dass ihr was Falsches denkt oder so von mir. Oh, Alter, wie viele noch von denen? Ich mag die nicht. Oh, und ich stecke fast fest. Warte mal eben. So. Erstmal ins Portal verschwinden. So, ciao. Hä, wo ist er denn? Ach, der ist auch wieder da. Nein, lass mich. Lass mich. Erstmal das Horn abreißende Gildo. Gildo-Horn. So. Sag mal, verfolge ich mich doch nicht. Sowas macht man nicht. War's das jetzt? Oh, Gott sei Dank. Also doch nicht die finale Arena. Ich dachte erst, weil die sieht echt so verdammt danach aus. Weil ich habe mal eine Arena gesehen in den Trailern damals. Nee, ich hatte nicht 2-1 getippt. Das Orakel da bei FIFA, der hatte, die haben 2-0 gespielt für Frankreich. Da ist schon ganz nah dran gewesen. So, was wollte ich gesagt haben? Zurück zum Thema. Ich hatte bei dem Trailer von Doom damals mal, ich glaube, die erste Szene war das, glaube ich, gewesen, so eine Arena hier gesehen. Die sah fast exakt genauso aus und da kam ein Riesenvieh. Boah, ich will gar nicht wissen, wie das aussieht. Das Vieh, was da kommt. Hey, guck mal, Alter, schon wieder Jackpot. Yeah! So, dann wollen wir mal. Das war's eigentlich. Höllenportal geschlossen. Mhm, Artefakt die Geister. Okay. So, wir haben alles. Wieso nur 115 Schild? Ach so, okay. Warte mal, ich schau mal eben ganz schnell. Wir haben 4 Punkte zu vergeben. Können wir noch irgendwas vergeben? Ausrüstungssystem verbessern. Noch weitere verkürzte Nachzeit für Dings. Boah, Gesundheit und Rüstung, ey. Wir hätten noch ein paar mehr von diesen Augen von Sauron hätten wir finden müssen. Du greifst schneller nach Vorsprünge. Wir wechseln Waffenmod schneller. Ich glaube, das mache ich mal hier. So. Dann schauen wir mal. Auge Saurons haben wir so viele liegen lassen wahrscheinlich. So, müssen wir denn jetzt hin? Hier lang oder was? Oder? Echt hier lang? Ach, Tatsache. Oh nein. Tyrannimo! Oh Gott, finaler Bosskampf. Sie haben mir so viel versprochen. Thank you.
Oh, du warst schnuckelig. Oh, bist du aber schnuckelig. Oh, du bist aber eine Süße. Oh, du bist aber eine Süße. Wo muss ich den treffen? Wo muss ich den treffen? Die nimmt auch kein... Ich hänge ihn fest. Scheiße. Fuck, warte mal. Boah, die nimmt auch keinen Schaden. Ah, doch, jetzt. Okay, Gegner studieren. Alter, Was ist das denn? Willst du mich verarschen? Ich schieße ins Gesicht, du alte Schabracke. Du alte Knitterfalte. Geh aus dem Bild. Boah, wie wenig Schaden die nimmt. Alter, puh. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Okay, überhitzt. Okay. Eine Granate. Was, die schmeißt Granaten? Kann ich auch. Guck mal hier. Hör auf zu schießen. Warte, warte. Wow. Boah, Hälfte haben wir gleich erstmal. Und ich bin nicht mehr so gut fit, was... Was? Willst du dich verarschen? Boah, wie gemein. Boah, wie fies. Alter. Bitte entschuldige, wenn ich mich gerade so ein bisschen mehr aufs Spiel konzentriere. Es ist gerade völlig anstrengend sich. Was? Natürlich. Wo kriege ich Gesundheit her? Warte mal. Den habe ich ja auch noch in petto. Omi. Warte mal. Nee, ich will die Waffe wechseln. Warte mal. Scheiße, fuck. Ich bin gleich tot. Oh, ich bin viel zu nah dran. Lass das. Fuck. Nein. Mann. Fuck. Fast beim ersten Mal geschafft. Damn. So gut runtergeschossen die ganze Zeit. Und dann mit dem BFG nochmal fast den Rest gegeben. Hätte ich jetzt den BFG-Point da eingesammelt, dann hätten wir ihn gekriegt. Verdammt. Mist. Da hätten wir die Truller endlich fertig gehabt. So Mist aber auch. Mann. Was ein Endgegner. Aber war ja klar, dass er schwerer wird. Aber wir hätten ihn schon so gut runter gehabt. Und ist natürlich wieder von vorne, ne? Ja, war ja klar. Warum denn nicht? Dann wollen wir nochmal. Also. So, ganz ruhig und entspannt. Kriegen wir es auch hin. Die nimmt auch gar keinen Schaden von diesen... Warte mal. Ah, Hologramm haben wir ja auch noch, ne? Scheiße, fuck. Was ist das denn? Komm mal hier, Hologramm. Da kannst du draufballern. Da schmeißt ja noch Granaten. Ich glaub's ja wohl. Mist, das läuft echt mies gerade.
Sollte der mehr ins Gesicht schießen? Oder ins Gesicht spritzen? Ich wollte gerade sagen, Gesicht spritzen. Das klingt falsch. Ich meine, wir haben schon nach 22 Uhr, aber... Boah, wie sie sich noch umdrehen kann, die Mistratte. Schmeißt du wieder ihre Granaten? Oh, jetzt geht's los. Huh. Wo ist sie hin? Mal hier. Ne, warte mal. Nicht Hologramm. Sauggranate ist ganz geil vielleicht. Vielleicht keine Muni mehr, ey. Nein, spring noch nicht runter. Oh, ich hab kaum... Nein, oh, wie mies. Das ist jetzt fies. Ich bin schon wieder fast down gewesen. Nein. Uah. Oh, wie gemein. Oh, Mist. Ah, huha. Warte mal. Die ist fast down, die Alte. Boah, die ist fast down. Mann, die ist fast down. Jetzt machen wir dich alle. Ja! Ja! Zeit für dich zu sterben. Ja. Yeah. Hasta la vista, baby. Du hast gewonnen, es ist vorbei. Du hast die Invasion aufgehalten und das Portal geschlossen. Yeah. Aber das hatte seinen Preis. Argent, Vega, diese ganze Operation. Nun, ich habe dich beobachtet und verstehe dich jetzt besser. Du glaubst, du musst sie alle töten, dass nichts zurückbleibt. Genau. Und vielleicht hast du recht. Aber wir können nicht alles abschalten. Ohne Argent-Energie wird es nicht gehen. Ich erwarte nicht, dass du das auch so siehst. Aber hiermit können wir unsere Arbeit fortführen. Ich bin hier nicht der Bösewicht. Ich tue, was ich tue, weil es keine andere Wahl gibt. Leite Kettenkoordinaten um. Abgeschlossen. Mehr Zeit haben wir nicht. Ich kann dich nicht töten, aber du wirst uns auch nicht im Weg stehen. Wir sehen uns wieder. Das hoffe ich. Doom! Ja. Ja, das,
Ich würde sagen, das war's. Oder? Oh, wie cool. Yeah, it's over. Boah, geil. Cool, das sind die Credits. Boah, wie geil. Mega, mega. Zweites Spiel heute durchgespielt. Ich fasse es gar nicht. Heute ist wieder der Abend, wo wir es durchspielen, die ganzen Spiele. Mega Spiel, ohne Spaß. Mega, also storymäßig. Ja gut, Story jetzt, naja, so. Aber Hammer, Hammer geil. Auch der Endgegner war richtig geil. Ohne Scheiß, es war richtig toll. Grafisch natürlich eine Wucht. Spielerisch richtig oldschool. Also hat auf jeden Fall meinen Respekt verdient. Dieses Spiel ist echt klasse. Echt supi. Gegnerdesign war auch toll. Also richtig cooles Spiel. Die Credits sind auch mega. Echt schön gemacht. Ja, so wie es dann aussieht, das Ende wahrscheinlich, werden wir vermutlich mal wahrscheinlich einen zweiten Teil sehen. Oder einen weiteren Teil von Doom. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und vielleicht dann gegen Samuel Hayden. Wir werden es erfahren, denke ich mal, im nächsten Doom-Spiel. Aber ich denke mal, bis dahin werden noch ein paar Tage, ein paar Jährchen vergehen. Ich werde mal eben hier das Lichtchen anmachen, damit er mal ein bisschen heller wird. Und da bin ich wieder. Ja, Wahnsinn. The Revenant. Boah, wir sind durch mit Doom. Wir sind durch mit Doom, wir sind durch mit Far Cry. Tja, das war's mit den Let's Plays. Jetzt kann ich aufhören. Boah, das lobe ich mir mal jetzt hier richtig, Alter. Das ist... Puh. Oh, schön, da sieht man nochmal so ein bisschen die Level. Weil ich das jetzt gerade hier so sehe, die Kamerafahrt. Ich habe übrigens noch vor kurzem noch gelesen gehabt, es soll wohl so auch so eine Art Fotomodus ins Spiel kommen. Ich weiß nicht, ob das für den Multiplayer ist oder für den Singleplayer. Ich denke mal für den Singleplayer. Weil die haben auch einige gewisse Features, die sie wohl nur fürs Programmieren hatten. Soweit wie ich das gelesen hatte. Wohl rausgenommen in der Endversion. Oder beziehungsweise die stecken noch drin, aber die haben sie nicht freigegeben für die Endversion. Unter anderem, wie gesagt, dieser Fotomodus. Und ich vermute mal, das mit der Kamerafahrt hier, das wird wahrscheinlich so eine Art Fotomodus sein. Na? Aber das war schon... Boah, die alte Trulla. Das war schon, ja, sehr, sehr aufregend und sehr, sehr spannend. Also ich würde jedem empfehlen, sich zwischendurch bei dem Spiel wirklich mal so ein paar Minütchen Pause zu gönnen, weil das ist doch sehr, sehr nervenaufreibend. Ja, yeah, Kettensäge! Yeah! Boah, Alter. Und wie die Fetzen fliegen. Ja, mich hat es echt gewundert, dass es eine USK-Freigabe gekriegt hat bei uns und nicht indiziert worden ist. Früher hätten sie solche Spiele indiziert, definitiv. Da wäre sofort Tilt und Programmabsturz. Aber, naja, dass es trotzdem durch die BPJM gekommen ist. Guck mal, Gisela. Bam. Okay. Alter, 28 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zum Doom Live Let's Play. Ja, ist ja vorbei. Oh, wie knuffig, guck mal, wie süß. Aber den werden wir wahrscheinlich wiedersehen, den Samuel Hayden im nächsten Teil. Das... denke ich mal, ist auf jeden Fall klar. Ja, was bleibt eigentlich abschließend noch zu sagen? Tja, das nächste Let's Play weiß ich noch gar nicht, kann ich noch gar nicht absehen. Ich habe noch keins irgendwie auf dem Schirm, was ich als nächstes für YouTube machen werde. Ihr könnt ja ein paar Vorschläge schreiben, auch unter den Kommentaren oder so. Oder halt auch bei Twitch, wenn du mal vorbeischaust. Und tja, was soll ich sagen? Tolles Spiel, tolle Musik, tolles Design. Okay, das waren noch nicht ganz die Credits gewesen. Tja, macht Spaß, definitiv. Also lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich zu holen. Tja, ich würde sagen, ich lasse jetzt die Credits nochmal ein bisschen zu Ende laufen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder. Ich weiß noch nicht, ich hatte vor kurzem noch ein Spiel im Auge gehabt, was ich eventuell Let's Playen wollte, aber da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das wirklich machen soll. Ich erzähle vollkommen den Quatsch. Was auf jeden Fall kommen wird, dürft euch schon mal drauf freuen, ist
ist Seven Days to Die. Davon wird es eine Staffel geben. Also die erste Staffel, die läuft dann Ende des Monats an, weil das Spiel kommt ja Ende des Monats, also Ende Juni, Anfang Juli kommt Seven Days to Die. Und da dürft ihr euch darauf freuen, dass dann es eine Staffel geben wird. Da werden wahrscheinlich auch einige Leute mitspielen. Und da werde ich nicht alleine das Let's Play machen, sondern wie gesagt, so ein bisschen Multiplayer-mäßig, weil es ist ja ein Multiplayer-Spiel, das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Minecraft und ja, so Minecraft-Zombie-Modus, Horden-Modus, man muss da bauen, man muss Ressourcen sammeln, etc. pp. Und so ein bisschen auch wie DZ oder H1Z1 und sowas alles. Die ganzen Survival-Games und sowas kommt halt auch für die PlayStation jetzt mit Seven Days to Die. Und da habe ich halt vor, ja, so eine Season zu machen. Halt mit der ersten Staffel, ne, die Season 1 halt mit der ersten Staffel dann halt und dann irgendwann Season 2 und so fortsetzen, immer weiter. Ist halt ein Endlos-Game, ne, kommt immer drauf an, wann endet die erste Season und so, da muss man halt immer dann schauen, aber das werde ich, wie gesagt, nicht alleine machen. Einer hatte sich schon dazu gemeldet, der hat schon gesagt, der ist da fleißig mit dabei, definitiv, der hat es auch vorbestellt, ich auch. Freue ich mich sehr drauf, bin ich sehr gespannt, das wird auf jeden Fall kommen auf YouTube. Das wird auf jeden Fall, denke ich, mal ein Titel, der vielleicht doch sehr, sehr interessant sein wird. Ich weiß nicht, ob ich den im Live-Let's Play aufnehmen werde oder privat. Das weiß ich noch nicht. Muss ich schauen. Ich denke mal, dass ich es vielleicht privat aufnehmen werde, weil ich möchte mal schauen, wie das ist. Weil mir ist nämlich aufgefallen, wenn ich Live-Let's Plays mache, gucken weniger Leute auf YouTube, weil sie es ja live gesehen haben auf Twitch. Nehme ich aber privat auf, also ohne Stream, dann habe ich das Gefühl, dass die Leute mehr dann auf YouTube gucken. Weil im Stream lief es ja nicht. Und ja, da bin ich so ein bisschen momentan am Überlegen. Ich vermute mal, dass ich es, wie gesagt, privat aufnehme, halt mit Freunden und so. Und da müssen wir mal gucken. Also man kann ja unter den Kommentaren schreiben, auch jetzt hier unter Doom oder was, kannst du ja drunter schreiben, pass auf, so und so, pipapo. Und tralala, macht das ruhig im Live-Let's Play oder so. Ich gucke mir das gerne nochmal auf YouTube an. Ist ja kein Ding, läuft ja nicht weg. Aber auf diesen Titel freue ich mich sehr. Also Seven Days to Die, das wird, glaube ich, das ist auch eins der ersten Survival-Games mit einer anständigen, mit Vorsicht zu genießen, Grafik. Weil da werden sowieso viele aufschreiben, was ein Drecks-Game, was ein Müll-Game oder so. Weiß ich jetzt schon, dass es kommen wird. Auch allein die Trailer und so, wenn man die sieht oder die ersten Spielszenen, da ist schon die große Haterwelle unter den Kommentaren zu finden. Aber da freue ich mich sehr drauf. Wie gesagt, das wird auch, glaube ich, sehr, sehr lustig werden. Das kann richtig chaotisch auch werden, weil bei dem Spiel geht es, glaube ich, auch darum, soweit wie ich es mitgekriegt habe, man hat 7 Tage halt Ressourcen zu sammeln, sich was aufzubauen, eine Festung aufzubauen. Man kann sogar Fahrzeuge craften, habe ich auch mitbekommen. Und dann nach 7 Tagen bricht dann halt die Zombie-Welle aus und da muss man halt überleben. Und man kann halt anderen Spielern vertrauen, muss es nicht. Na, also Spieler gegen Spieler ist da auch. Und da kann man natürlich auch Gefahr laufen, dass man dann halt auf Spieler trifft, die dann sagen, ja, kannst vorbeikommen, komm in unsere Festung und dann rauben sie dich aus, erledigen sie dich. Quasi so ein bisschen wie bei halt Walking Dead bei der Serie. Das ist ja auch immer so. Also bei den ganzen Zombie-Apokalypsen-Filmen oder so, oder Spielen, da kennt man ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Projekt, was auf YouTube kommen wird. Da muss ich auch noch alles fertig machen, Thumbnails, pipapo. Und ja, aber ansonsten für YouTube hätte ich jetzt so momentan eigentlich nichts in petto. Wie gesagt, ich hatte eins, aber da denke ich mir so, ich glaube nicht. Vielleicht eher so als lustig gesehen, so ein Let's Play, so ein Mini, ich sag mal so vielleicht so ein Let's Test oder so ein Minigame, Let's Minigame oder sowas, keine Ahnung. Aber wie gesagt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das machen möchte. Ich lasse mich da mal überraschen. Doom durch. Wahnsinn. 2 Spiele heute durchgespielt. Also für dich auf YouTube ist ja wahrscheinlich keine Ahnung, wann die Folge rauskommen wird. Aber wir haben das an dem Abend auch durchgespielt, wo wir durchgespielt hatten. Far Cry war ja nur noch eine Folge. Also Story. Ich war ja total baff, dass es auf einmal so schnell durch war. Da bin ich ja auch von ausgegangen, dass es noch ein bisschen länger geht. Aber gut, 24 Stunden ist ja schon eine ordentliche Spielzeit, ne? Gut, jetzt habe ich natürlich nicht alles gesammelt und alle Collectibles und alles, was man auch nebenmissionsmäßig machen kann. Aber da habe ich euch ja drum gebeten, schreibt es ruhig unter die Kommentare. Dann weiß ich wenigstens,
ob ich es machen soll oder nicht. Ansonsten war es das mit Far Cry. Ja, und Doom, tja, was soll ich da großartig zu sagen? Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war echt ein tolles Spiel. Ich hoffe, ihr hattet auch ganz, ganz viel Spaß, die ganze Chose mitzumachen natürlich auch. Und ich hoffe, dass da meine Sprüche vielleicht nicht zu hart sind oder so. Ich meine, ist ein Let's Play, wer das ernst nimmt oder so, also wer jetzt hier das Let's Play gesehen hat oder dabei ist, das Let's Play zu gucken und wirklich das ernst nimmt, also den kann ich wirklich nicht helfen, ganz ehrlich. Also beim besten Willen nicht, dass, nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, denn es soll ja Spaß machen beim Zugucken, es soll ja unterhalten und deswegen mache ich das ja auch. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr dann mal vielleicht mal einen lustigen Kommentar drunter schreibt oder so. Muss ja nicht sein, ist ja auch kein Zwang. Ne, ist ja kein Zwang. Ja, schön, die Credits laufen und laufen und laufen und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich erzählen soll, weil die Credits so lang sind. Aber ich sag mal, ich lasse die Credits doch gerne durchlaufen, weil sie haben es einfach verdient, einfach verewigt zu werden in einem Video auf YouTube. Ich meine, bin ja nicht der Einzige, der es aufnimmt für YouTube, aber halt, sie haben es echt verdient, weil es einfach ein schönes Spiel ist, macht Spaß. Man darf es nicht zu ernst nehmen, weil das Spiel nimmt sich selber auch nicht zu ernst und das finde ich echt supi, denn es gibt viel zu viele Spiele, die sich sehr ernst nehmen und was dann auch so ein bisschen schief läuft bei manchen Spielen. Das ist dann immer so. Da muss man auch immer, sag ich mal, beim Spiel muss man immer so ein bisschen den Ausgleich finden. Ne, entweder nehme ich jetzt das Spiel wirklich zu ernst jetzt als Entwickler oder sag dann so, nee, ne. Watch Dogs 2 wurde ja angekündigt, nochmal darauf zurückzukommen. Fand ich sehr, sehr interessant. Also sieht nach einer Menge Spaß aus. Ich fand ja persönlich den ersten Teil ganz okay. Den konnte man spielen. War jetzt keine, wow, weltbewegende Spiel. Hat Spaß gemacht. Ich bin ja auch einer der Einzigen, der es ja wenigstens zugibt, dass es mir Spaß gemacht hat. Ne, die anderen alle, boah, nee, scheiße, Müllspiel. Kannst du weg, kannst du in die Tonne kloppen. Am lustigsten sind immer die Leute, die so ein Spiel dann vergleichen mit einem Spiel, was überhaupt nicht in die Kategorie gehört oder was heißt Kategorie oder beziehungsweise überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, worum es im Spiel geht. Ne, siehe da, sag ich mal, GTA 5 und Watch Dogs. Na, mehr sage ich dazu nicht. Aber wie gesagt, ist ein anderes Thema. Aber so auch sieht Watch Dogs 2 sehr, sehr gut aus. Sie haben sich echt nach vorne entwickelt. Sie haben auch auf, wie haben sie noch gesagt gehabt, im Weltpremieren-Trailer, sie haben auf die Community gehört, ja, die Watch Dogs 1 gespielt haben. Halt, dass sie halt ja mehr Sachen nebenbei haben. Es gibt sogar jetzt Tiere auch, aber viel ist auch abgekupfert von GTA. Aber das wird sich zeigen mit der Zeit, denn Ende des Jahres kommt es ja, im November, glaube ich, war der Termin. Da lassen wir uns dann mal überraschen, wie ja, Watch Dogs 2 dann wird. So, ach guck mal an, im Chat wird wieder fleißig gegambelt, da wird sogar gewonnen, ich fasse es nicht. Guck mal an. So, tja. Mein Gott, 16 Zuschauer. Vorhin waren noch 28 da. Jetzt habe ich wieder zu viel gequasselt. Sind schon wieder die Hälfte abgehauen. Aber trotzdem, 16 Zuschauer für Credits laufen und ich quassel hier nur über, Pipapo und Tralala. Aber trotzdem, vielen Dank. Für dich auf YouTube ist es ja eh egal. Du siehst ja sowieso nur mein Gesicht oben rechts. Mein dämliches Gesicht, was dämlich in die Kamera guckt. Und so langsam, oh ja. Entschuldigt bitte, das war jetzt aber unangenehm. So langsam werde ich auch ein bisschen müde von der Arbeit auch. Und ja. Mein Gott, wie viel haben denn da mitgearbeitet? Kann ich da spulen? Nein. Ihr könnt ja übrigens auch, weiß gar nicht, habe ich das schon erwähnt gehabt? Ihr könnt ja auch Vorschläge machen, was Spiele angeht. Ne? Wenn ihr irgendwas sehen wollt, was ich mal spielen soll im Let's Play oder so, dann schreibt das ruhig mal unten in die Kommentare rein. Und dann lese ich mir das mal durch. Ja, also Spielevorschläge gerne mal kommentarmäßig reinschreiben. Hier, spiel mal das, mach mal davon Let's Play oder so. Wäre super. Dann nehme ich mir das mal zu Herzen, schaue mir das mal an und dann
ne, versuche ich das mal zu verwirklichen. Es muss aber auch, sag ich mal, ein Spiel sein, wo ich aber auch Spaß dran habe, weil wenn ihr mir jetzt ankommt mit einem Spiel, wo ich zum Beispiel erstens vielleicht gar keine Ahnung habe und das würde mir dann auch irgendwie zweitens gar keinen Spaß machen. Also ich sage jetzt mal, zum Beispiel so ein Fantasy-Rollenspiel, wenn jetzt irgendwie, ich sag mal jetzt ganz salopp dahergesagt, zum Beispiel Elder Scrolls. Ich weiß, das ist ein Rollenspiel Multiplayer und dafür braucht man viel Zeit und dann werden auch zig Folgen und ist, glaube ich, auch endlos. Da würde ich keinen Spaß mehr haben. Ich habe es angespielt, es hatte mir damals ein bisschen gefallen, aber es ist nicht so mein Ding. Also, wie gesagt, so Fantasy und so. Ihr kennt ja meine Spielerichtung. Ihr seht es ja auch mit Indie-Games und alles. Ne? Ihr könnt ja auch Indie-Game-Vorschläge machen, ist ja kein Ding. Nur, wie gesagt, PlayStation 4 halt, ne, noch auch wieder die Gänsefüßchen oben dran, ne, und dann schauen wir mal, dass wir da mal irgendwie was hinkriegen. Vielleicht dann auch wieder, wie gesagt, im Live-Let's Play oder halt auch so nur privat, ne. Wie lange ist der Abspann denn noch? Ich kann es ja nicht sagen. Jetzt kommen aber schon die Special Thanks, stehen da, und ich hoffe mal, dass danach der Abspann, denke ich mal, so langsam durch ist. Der Abspann ist fast genauso lang wie beim Film, oder? Oder irre ich mich da gerade? Also wie bei irgendeinem Film. Achso, apropos Film. Doom, der Film, der war ja auch so ein Reinfall, ne? Wenn wir schon mal ein Thema Doom sind. Ne? Deep thanks to our friends and families for your support and endurance. Mhm. Ja. Ich glaube, das war's. Ja, doom.com, falls ihr weitere Infos braucht zu dem Spiel und euch noch nicht sicher seid, ob ihr es holen möchtet oder nicht. Ja. Jawohl. Das war's mit Doom von meiner Seite aus hier auf YouTube. Ja, ich freue mich, dass du ja zugesehen hast und dass du den Spaß mitgemacht hast hier auf meinem Channel. Ich würde mich freuen, wenn du dich dann irgendwo anders blicken lässt auf meinen Videos. Und ich hoffe, du hast ganz, ganz viel Spaß gehabt beim Zusehen. Und wir sehen uns dann ja demnächst beim anderen Video wieder. Schalte einfach mal wieder rein auf meinem Channel. Ja, mach's gut. Ciao.